Hey yo, welcome back zu einem neuen Video. Wir machen das kleines Unboxing und zwar von den Julbo-Brillen, die ich gekriegt habe. Ein paar habe ich schon vorher gehabt. Jetzt habe ich aber ein neues Päckchen gekriegt für diese Saison. Ich werde euch zeigen, was finde ich cool, was finde ich aber auch nicht so cool. Dass ihr einfach so ein bisschen seht, was sind so die speziellen Features, was finde ich geil, was finde ich nicht geil. So, let's roll that intro und wir fangen gerade an. Cool, sind ihr wieder mit dabei. Ich freue mich auch, dass der YouTube-Kanal wächst. Danke vielmals für das. Ich freue mich über jeden neuen Follower, über jeden Kommentar, über jedes Like. Danke vielmals für den Support. Und jetzt fangen wir gerade an. Das sind die ersten drei Brillen, die ich gekriegt habe. Rush, Fury und Quickshift MTB. Und jetzt vielleicht zum schnell erklären, wie ich auf die Brand gekommen bin. Ich war vor jahrelang bei Hilks gewesen. Dann bin ich in Werbe gewesen. Und dann hat Julbo dort einen Stand gehabt. Und die haben die Brillen ausgestellt gehabt. Dann bin ich zu denen her schauen. Und ich bin sofort fasziniert gewesen. Ich weiß nicht, so eine spezielle Brand einfach. Was mir als erstes ins Auge gestochen ist, ist das da. Das nennt sich Quickshift. Das ist bei den Goggles das System, dass man eine Belüftung hat. Dass man wirklich eine gute Zirkulation von der Luft hat, dass die Brille nicht anläuft. Das ist jetzt die MTB-Brille, vor allem Enduro Race. Könnt ihr mir vorstellen, fast eigentlich komplett nur so. Alles offen. Die meisten haben sich gefragt, ja, spickt er nicht Dreck unten rein? Ich konnte es jetzt noch nicht so gut testen. Aber wenn Dreck unten rein spickt, dann geht es definitiv auch wieder raus. Weil kennt ihr nicht auch das Gefühl, wenn ihr fahrt, ihr habt irgendetwas in der Brille drin, dann geht ihr über den ersten Sprung und dann seht ihr immer in der Brille drin, so Zeug rauf und runter fliegen. Ja. Das habt ihr da definitiv nicht, weil es geht natürlich einfach alles unten raus. Jetzt bin ich letztes Mal mit der powdern. Ich hatte die Dinger drin, die Schaumstoffteiler. Es ist mir auch mit denen drin nicht angelaufen. Obwohl ich recht am Schwitzen war, recht geschnauft. Es ist mir einfach nie angelaufen. Also die Belüftung ist einfach crazy bei dem. Quickshift MTB gibt es mit getönten Gläsern. Das ist jetzt Stufe 2. Bei dem Modell kriegt man noch eine Klarglasscheibe dazu. Das kann man auswählen auf der Seite. Die Website ist übrigens recht geil gemacht. Die kriegt man dazu, kann man auswechseln. Klasse 0. Man kann auswählen bei den verschiedenen Modellen. Es gibt noch zwei andere Modelle. Und dann gibt es auch noch MTB-Goggles, die einfach Clearglas haben. Dann gehen wir zu den Bike-Brillen. Das ist die Rush. Ich habe mir die Rush und da die Fury bestellt. Das ist ein Photochromic und das ist Fix Spektron Klasse 3. Der Unterschied Photochromic, die meisten wissen es wahrscheinlich schon, das tut sich der Helligkeit anpassen. Also du hast eigentlich immer die richtige Abdunklung, egal wie hell das ist. Ich kann die auch anlegen zum Skitüren, dann ist sie dunkler. Ich kann mit deren aber auch in den Wald fahren, MTB, also Enduro-Tour im Wald rein und sehen trotzdem alles. Dann komme ich aus dem Wald raus, dunkelt sie wieder ab und in den Wald rein wird sie wieder heller. Und das ist etwas, was ich so richtig geil finde. Ich bin richtig Fan von Photochromic-Brillen. Du legst am Morgen die Brillen an, lässt sie den ganzen Tag an. Du hast nie das Gefühl, du musst Brillen abziehen, weil es ist gerade zu dunkel. Oder hast das Gefühl, du musst dunkles Gras rein tun, es ist zu hell. Du hast einfach immer die perfekte Beleuchtung mit Photochromic und das finde ich so geil. Und allgemein, gute Sicht beim Sport, Biken, Skifahren, ist sowas von wichtig. Es gibt eigentlich nichts Wichtigeres als eine gute Sicht beim Biken, finde ich. Weil, ja, wenn du nichts siehst, weißt du auch nicht, wo du durchfahren kannst. Und das machen einfach so viel falsch, meiner Meinung nach. Sparend bei den Brillen, fahren mit günstigen, weiss ich was, Brillen, AliExpress, habe ich früher auch gemacht, muss ich ehrlich sagen. Aber seit ich jetzt auf dem Brand bin, mit qualitativ hochwertigen Brillen, habe ich mich gefragt, wieso habe ich das gemacht? Wieso habe ich gespart bei Brillen? Das ist so etwas Wichtiges. Gute Sicht ist einfach so wichtig. Yes, was ich zur Rush noch sagen will, die passt mir jetzt einfach nicht so gut auf den Kopf. Sie hebt mir nicht so gut. Wenn ich am Biken bin, ich habe die auch getestet. Sie ist mir immer ein bisschen vorgerutscht. Mir passt sie jetzt einfach nicht so gut auf den Kopf. Das ist das, was ich bei Fury extrem schätze. Sie hat da die Bügel sind so flexibel, unten eigentlich so wie ein Gummibügel. Die Brille hebt so krass auf dem Gesicht. Ich finde, sie sieht auch noch ein bisschen besser aus bei mir. Sie hebt so gut, ich muss kein einziges Mal muss ich die Brille hinterher drücken beim Biken. Sie hebt einfach einmal aufgesetzt und sie hebt. Und das ist auch so wertvoll. Es sind so Kleinigkeiten, aber man schätzt es einfach, wenn man es dann hat.
Genau. Jetzt, Chulbo ist bekannt worden. Der Brand gibt es übrigens seit 1888. Und sie sind bekannt worden mit Gletscherbrillen. Und jetzt bei der Neuabstellung habe ich mir natürlich auch so eine geholt. Eigentlich als meine Casual-Brille. Und die haben sie gestern den ganzen Tag angehabt. Ich bin einfach nur begeistert gewesen. Ich habe am Anfang gedacht, ja, die Lederdinger da, oder? Typisch Gletscherbrille. Die Lederdinger da nehme ich dann vielleicht weg. Dann habe ich sie ausgepackt. Ah, shit, die kann man gar nicht wegnehmen. Okay. Dann ist sie gestern den ganzen Tag angekommen im Schnee. Mega schönes Wetter gewesen gestern, es hat auch geblendet. Und ich bin so froh gewesen. Ey, es ist so geil gewesen. Es ist am Anfang ein bisschen ungewohnt mit diesen Lederdinger da an der Seite. Aber du gewöhnst dich so schnell dran. Aber man gewöhnt sich so schnell dran und man schätzt es auch so, weil wenn man die Sonne im Rücken hat, die Sonne scheint einem nicht in die Gläser rein und es blendet von hinten. Und auch der Schnee reflektiert nicht von der Seite. Also es ist einfach richtig geil. Ich habe mir die da geholt. Als Casual-Brille, richtig stylisch und ich bin mega happy. Und ich lasse die Lederdinger auch dran, weil irgendwie hat es noch Style. Jetzt haben wir hier die Brillen, wo wir schon drüber geredet haben, tun wir mal weg. So, jetzt habe ich hier noch zwei neue Mountainbike-Brillen bestellt. Ich bin jetzt so Fan vom Modell Fury. Die Brillen kommen übrigens immer mit einem Säckchen dazu. Und man kann auf der Website auch wählen, welches Glas man will, welche Farbe vom Rahmen man will. Man kann nicht voll customizen, aber es hat eigentlich coole Modelle. Mir gefallen die Farben sehr. Oh, ich bin so stoked. Reactive Glass. Reactive heisst Photochromic da bei Julbo. Reactive Brillen kommen immer so eine Hardcase und Spektron Gläser mit der normalen Tönung kommen einfach mit einem normalen Tüchli dazu. Das sind die zwei neuen Modelle, die ich mir bestellt habe. Und ich finde die Farben so geil. Ich habe mir da nochmal eine weiße Brille bestellt, habe ich noch nie gehabt vor. Das ist jetzt mit dem blauen Glas Spektron 3, das dunkelste, was es gibt. Für die ganz hellen Tage. Und ich habe gedacht, so einen dunklen Helm, Kontrast, weiß. Könnte noch richtig geil sein. Und Fury hebt einfach perfekt auf den Kopf. Das ist, glaube ich, meine Brille. Auch wieder da mit dem flexiblen Bügel. Und wenn man sie genau anschaut, ist sie so... Das Glas ist eigentlich wie schwebend. Wie schwimmend. Es ist überall rundherum ganz fein belüftet. Also ich habe auch nie Probleme, dass sie anlaufen. Das ist einfach auch so wichtig. Und das schätze ich so krass sehr. Dann habe ich da nochmal das Fury-Modell mit Photochromic. Und das ist jetzt 0 bis 3. Der Unterschied von dieser zu dieser Fury, die ich schon habe, das ist 1 bis 3. Das ist also schon ein bisschen dunkler. Hingegen zu dem, die da ist 0 bis 3. Also das ist wirklich clear. Das ist wirklich eigentlich durchsichtig, ohne irgendwelche Tönung. Clear Glas. Kann aber bis zu 3 abdunkeln. Also bis zu der dunkelsten kann sie abdunkeln. Und ich finde auch das Orange mit dem Schwarzen finde ich richtig cool. Man erkennt einfach gerade von weitem, das ist ein Julbo. Und ich bin mega gespannt, um die auszutesten. Weil eben, wenn es schlecht Wetter ist, werde ich wahrscheinlich immer die fahren, weil sie kann bis 0 aufmachen. Also wenn ihr eine Bike-Brille suchen bei Julbo, ich würde unbedingt, ich empfehle definitiv das Fury-Modell. Kann auch sein, dass euch das Rush-Modell besser passt oder besser gefällt. Ich bin auf jeden Fall auf dem Fury. So, jetzt kommen wir dann noch zu den Goggles. Ich habe vorher schon Quickshift MTB vorgestellt. Jetzt haben wir da aber bei den Skibrillen gibt es eben auch ein Quickshift. Und zwar haben wir jetzt da Quickshift für Skifahrer. Und bei den Skibrillen kommen die Gläser auch mit Photochromic Gläser. Und das finde ich so richtig geil. Goggle mit Photochromic Gläser. Wie sick ist das? Habe ich noch nie gehört, dass es das gibt. Habe ich aber unbedingt wollen, auch zum Biken. Der Frame ist eigentlich genau das gleiche. Das System ist komplett identisch. Wir haben da ohne auch die Quickshift-Dinger zum rausnehmen. Sie sind übrigens magnetisch. Das ist etwas, wo wir jetzt beim Skifahren zum Beispiel, wenn sie so hart auf hart kommt, ist mir schon mal einen rausgefallen. Das ist etwas, wo man vielleicht noch verbessern könnte. Sie heben nicht ultra stark, aber ja, man muss recht dumm tun, erkennen mich. Und dann kann man mal so eins rausfallen. Also passen auf das auf und dann werden wir happy sein. Auf jeden Fall, Goggles, Photochromic. Wenn ihr beim Biken ein Photochromic-Goggle wollt, müsst ihr halt einfach die Skibrille nehmen. Es sind ein bisschen andere Designs. Ihr könnt auch kein Clearglas dazu auswählen. Aber ihr habt ein Photochromic-Glas, dann braucht ihr eigentlich auch kein Clearglas. Und die sind wir auch von 1 bis 3. Also nicht ganz clear, aber bis 3 bis zum dunkelsten. Und ja, ich lege doch einfach so eine mal an. Das Glas ist einfach so krass. Es fühlt sich richtig bequem an. Ich weiß nicht, was man mehr dazu sagen soll. Alles, was man braucht. Ich finde, sie sehen auch richtig nice aus. Quickshift für Ski mit Photochromic Glas. Kommt übrigens auch mit so einem Hardcase dazu. Ich habe zuerst gedacht, da ist nochmal ein Glas drin versteckt. Aber es ist einfach ein Case, dass da das Glas noch ein bisschen besser geschützt ist. So. So, da als nächstes bei der Skibrille habe ich jetzt so eine Special Limited Edition. Rancho heisst die. Und die habe ich jetzt auch gerade letzthin mit dem Louis beim Skibiken angehabt. Und die hat so einen coolen Filter.
Also wenn man da durchschaut, vor allem bei Winter jetzt, es ist so ein bisschen violettlich, ähnlich wie Oakley Prism. Ich will es überhaupt nicht vergleichen. Es ist ein bisschen natürlicher, nicht so krass übertrieben. Mega cool und vor allem, wie sie verarbeitet ist. Sie sieht mega edel aus. Da noch mit dem Schnutz auf der Seite. Und da auch das Metall-Julbo-Emblem. Mega geile Brille. Was ich noch vergessen habe zu sagen, bei Goggles ist mir wichtig, dass wenn ich sie anhabe, dass es mir nicht die Nase zudrückt. Weil ich hatte viele Goggles vor, wo ich überall den Schaumstoff da rein rausschneiden musste, weil es mir die Nase zu fest zudrückt hat und nicht zu wenig Luft gekriegt habe. Und da ist es mir jetzt überhaupt nicht aufgefallen. Also da habe ich wirklich, wenn ich die Brille voll anhabe, also richtig auch, und sie voll hergedrückt. Die Nase ist schön frei und das ist auch so wertvoll für mich. Das habe ich sonst bei noch keiner Goggle gehabt. Sonst hat es mir immer die Nase so zugedrückt. Es gibt übrigens noch viele andere Skibrillen, viele andere Modelle. Nicht jetzt nur die, die ich hier gezeigt habe. Vor allem auch bei den Bike-Brillen. Es sind jetzt nur zwei Modelle, die ich gezeigt habe. Es gibt noch viele andere, auch für ein bisschen andere Sportarten, leichtere Modelle und so weiter. Geht auf jeden Fall dort schauen, wenn es euch interessiert. Julbo ist vor allem auch bekannt für Goggles, wo man die Lesebrille unten drin anlegen kann. Dass man keine Gläser braucht mit Korrektur. Da kann man einfach seine normale Lesebrille unten drinnen anlegen und Goggle drüber. So wie auch Kinderbrillen, wo man nicht kann verkehrt anlegen kann und so Sachen. Yes, da haben wir noch einmal Quickshift MTB. Das ist eigentlich genau das gleiche Modell, wie ich am Anfang schon vorgestellt habe. Müssen wir jetzt nicht noch speziell reinschauen, einfach eine andere Farbe. Yes, das wäre es auch schon wieder gewesen von dem kleinen Unboxing. Wir müssen das gar nicht länger in die Länge. Ich will nur noch mal sagen, gute Sicht ist so wichtig. Sparen nicht bei billigen Brillen. Investieren in eine gute Brille. Und dann habt ihr vor allem auch bei schwierigen Bedingungen, schlecht Wetter, bei Rennen mit wechselhaften Bedingungen, habt ihr einfach immer gute Sicht und das ist so viel wert. Vernachlässigen das nicht. Über uns ein bisschen habe ich das in den letzten Jahren nicht so gesehen. Jetzt aber definitiv, für mich gibt es nur noch Top-Brillen. Und jetzt noch, welche sind meine Favorite-Brillen? Und zwar werde ich wahrscheinlich auf die hier gehen, weil es einfach Brille für alles ist. 0 bis 3 und sie sieht verdammt sick aus. Und bei den Goggles wird es wahrscheinlich die sein. Quickshift von den Skibrillen eigentlich. Werde ich aber zum Biken brauchen auch, weil sie hat das Quickshift-System und hat auch ein Photochromic-Glas. Und somit verabschiede ich mich. Danke vielmals. Lasst mich wissen, ob ihr mehr von dem wollt sehen, wenn ihr irgendetwas Neues kriegen, ob ihr es interessant habt gefunden, spannend, ob es etwas gebracht hat. Danke vielmals fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten. Peace out.